Seit ich vor einiger Zeit angekündigt habe, dass ich den Erber Gold in meiner Sammlung habe, häufen sich die Fragen, ob ich denn mal einen Vergleich machen kann zwischen eben genau diesem und dem Erber Pura. Das möchte ich heute machen und dir einen Einblick geben, wie diese beiden Düfte riechen, wo die Unterschiede sind, für welchen ich mich entscheiden würde. Ich stelle dich jetzt vor der Entscheidung, welchen ich kaufen soll und natürlich dementsprechend auch, welchen ich dir empfehle. Damit aber erstmal hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Jan und Erber Gold versus Erber Pura, das ist die Frage des Jahrzehnts, kann man eigentlich sagen. Denn Erber Pura ist ein Duft 2013 rausgekommen, wirklich mittlerweile legendär geworden für das Hause Serjoff und wie ich gehört habe, so ein bisschen mit Naxos in meinem Kampf, wer der meistverkaufte Duft aktuell ist. Und Erber Gold auf der anderen Seite, ein Duft, der 2016 rausgekommen ist, das heißt ein bisschen später, war meines Wissens am Anfang auch ein Exclusive, dementsprechend auch nur in einigen Ländern zu kaufen. Mittlerweile gibt es den hier auch zu kaufen, wie auch Erber Pura, kannst du gerne überall antesten, wo es Serjoff-Düfte zu testen gibt. Und seitdem stellt sich natürlich die Frage, okay, Moment mal, beides Düfte, Erber im Namen mit drin, der eine Pura, der andere Gold, werden andauernd miteinander verglichen, die Duftpyramiden sehen eigentlich vollkommen identisch aus. Nur eins ist der Unterschied, der Preis, und für welchen sollte ich mich jetzt eigentlich entscheiden? Und die Entscheidung möchte ich dir heute dementsprechend natürlich einfacher machen und hoffentlich auch ein bisschen abnehmen. Lass dich übrigens an dieser Stelle auch nicht irritieren, dass ich hier einmal das alte Erber Pura Flakon da habe und auf der anderen Seite das Erber Gold Flakon in neu. Die haben sich wirklich nur vom Flakon ein bisschen geändert, hier mit dem Plüsch, hier eben mit dem Lack. Inhalt ist vollkommen identisch mit den neuen Versionen. Beides relativ, ich glaube das 2023, das hier 2024 bei dem Erber Gold. Das heißt, beides auch wirklich fast ganz neue Düfte. Anfangen bei meinem Vergleich möchte ich jetzt erstmal mit dem ersten Duft. Das ist nämlich der gute alte Erber Pura aus dem Hause Serjoff. Wie schon erwähnt, 2013 rausgekommen, ein wirklich legendärer Duft für das Haus Serjoff geworden und auf jeden Fall der absolute Kassenschlager und auch ein Duft, den, das muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich in größeren Städten unterwegs bin, zuletzt irgendwie Hamburg, auch Frankfurt, Berlin, rieche ich diesen Duft eigentlich überall. Und das macht eben auch die Beliebtheit des Duftes aus. Es ist ein super einfach zu tragender, floraler, fruchtiger und leicht vanilliger Duft. Er wird auch oft als Fruchtkorb umschrieben. Und das kann man auch genauso sagen. Ich habe ihn mir eben schon mal aufgesprüht. Ein fruchtkorbiger Duft. Man kann die einzelnen Früchte kaum wirklich rauspicken irgendwo. Das heißt wirklich so ein Bouquet, würde man eigentlich sagen, an verschiedenen Früchten. Und unten drunter eine Vanillenote. Und es gibt ja eben viele fruchtige Düfte, die auch mit so ein bisschen Floralität arbeiten, dann eben so, ich sag mal, typische Damendüfte werden und sowas. Und das war wirklich eine ganz klare Stärke eben bei dem Erber Pura, auch bei dem Erber Gold, kommen wir gleich noch mal ein bisschen dazu, dass es eben wirklich ein Unisex-Duft ist. Das kann wirklich jeder tragen. Es ist dahingehend alterslos, geschlechtslos, situationslos irgendwo. Und es macht den Duft einfach, deswegen riecht man ihn eben so häufig, weil er einfach überall getragen werden kann, egal zu welchen Situationen. Und das ist wirklich die ganz klare Stärke davon. Und der Duftaufbau an sich ist da auch relativ simpel, eben fruchtig, vanillig, und du hast hier eben keinen krassen Duftverlauf. Das heißt, du musst nicht die Sorge haben, dass hier irgendwann das Ding nach Weihrauch oder tiefen Hölzern oder nach Lavendel riecht oder sowas. Alles nicht. Wie der am Anfang riecht, riecht ja auch nach 2, 3 und 5 Stunden. Das ist wirklich die ganz klare Stärke eben von dieser Erber Pura DNA. Prinzipiell kann man jetzt auf der anderen Seite aber auch genau das bei dem Erber Gold sagen. Der 2016 rausgekommen ist, prinzipiell auch wirklich genau dieselbe DNA, das heißt fruchtig, fruchtkorbig, auch unten in der Basis wieder Vanille mit drin. Die Unterschiede werden hier wirklich im Feinen erst herausgearbeitet. Er ist in meinen Augen ein bisschen weniger süß, das heißt eben dementsprechend auch ein bisschen weniger intensiv in Anführungszeichen und auf der anderen Seite aber auch ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, mirabelliger vielleicht auch oder Maracuja-artiger, also so ein bisschen orangenfruchtig, zitrusfruchtig mäßig, aber ohne wirklich spritzig zu sein. Das heißt, er ist irgendwie orangig-sommerlicher, aber er ist nicht wirklich spritziger, wenn ihr wisst, was ich meine. Ganz schwierig auszudrücken. An sich muss man aber auch sagen, dass man hier so eine leichte Birnennote ein bisschen mit rausbekommt. Das steht auch in der Pyramide mit drin. Aber so all in all wirklich auch ein fruchtkorbiger, schön vanilliger Duft. Ein bisschen raffinierter. Hier bekommt man so ein bisschen die einzelnen Duftnoten ein bisschen mehr raus als im Erber Pura. Aber so prinzipiell, wie gesagt, selber aufbaut, da bekommst du so prinzipiell wirklich einen sehr ähnlichen Duft. Bei den Themen der Gemeinsamkeiten und der Unterschiede ist auf jeden Fall ganz klar die größte Gemeinsamkeit. Diese beiden Düfte teilen sich denselben Hersteller, sind in derselben Linie mit drin, sind auch so von der ganzen Dufthistorie eigentlich fast derselbe Duft, kommen vom selben Parfümeur. Auf die Duftpyramide sieht fast identisch aus. Es sind quasi wirklich Schwester- oder Bruderdüfte, wie man das bezeichnen möchte. Wirklich Düfte, die nebeneinander existieren und die man wirklich auch vom Duftaufbau, vom Blindriechen auch kaum unterscheiden kann. Die Unterschiede werden da wirklich eher im Speziellen, im Feinen herausgearbeitet. Der Erber Gold ist ein bisschen weniger süß. Er ist ein bisschen, ich sag mal, feiner ausgearbeitet und auch gerade eben diese einzelnen Duftnoten
riecht man beim Erber Gold eben ein bisschen besser selber raus. Aber das ist auch ganz wichtig, was ich hier sagen möchte. Man riecht es selber besser raus. Andere werden den Unterschied wahrscheinlich nicht rausriechen können. Gerade bei Erber Pura und bei Erber Gold kommen aber auch zwei Fragen immer und immer wieder auf den Tisch. Das ist nämlich Haltbarkeit und Intensität. Wie sieht es denn mit diesen beiden Punkten aus? Und man kann ja einfach sagen, beides sind Düfte, die super stark sind, super intensiv sind und eigentlich so prinzipiell den ganzen Tag überhalten. Ich habe bei dem Erber Pura so ein bisschen das Gefühl, dass der ein bisschen spritziger ist und ein bisschen zitriger ist. Und das ist immer so ein bisschen die Tendenz, dass diese Düfte ein bisschen besser projizieren, das heißt besser ausstrahlen am Anfang. Und der Erber Gold ist ein Duft, der eben, wie gesagt, ein bisschen weniger süß, ein bisschen konzentrierter und ein bisschen feiner ausgearbeitet ist und dementsprechend ein bisschen länger auf der Haut feiner ausgearbeitet wirkt. Man muss aber ganz ehrlich sagen, die Unterschiede sind wirklich marginal. Auch wieder hier würde ich es nicht irgendwie am Arm hin und her testen, würde ich es eigentlich kaum rausriechen können, auch bei der Haltbarkeit. Und auch gerade hier ganz wichtig, diese Düfte halten beide 12, 14, 16 Stunden ohne Probleme. Ich habe persönlich noch nie Probleme mit der Haltbarkeit mit einem von beiden. Wie gesagt, hier auch die neuesten Versionen 2013, hier 2014, gerade auch erst vor ein paar Wochen gekauft. Was soll ich dir sagen? Also du wirst bei diesen Düften auf jeden Fall nicht das Problem mit Haltbarkeit und Intensität haben. Du riechst dich selber auch den ganzen Tag. Das sind keine Düfte, bei denen man wirklich groß noseblind wird. Also da auf jeden Fall bei den Düften die Entwarnung. Wirklich tolle Düfte mit einer tollen Haltbarkeit. Und natürlich sieht es auch bei den beiden Themen des Anlasses und der Zielgruppe so aus, dass sie auch wieder vollkommen identisch sind. Beides Düfte, die man überall tragen kann. Und das war wirklich so ein bisschen die Besonderheit bei Erber Pura, Erber Gold. Ich sage normalerweise ja immer, dass es so Büro, Alltagsdüfte, Winter, Sommerdüfte und was weiß ich was gibt. Und gerade Erber Pura, Erber Gold, das sind beides Düfte, die sind halt situationslos, die kann man überall tragen. Sicherlich, das muss man schon ein bisschen dazu sagen, aufgrund der Machart, dieses floral, süßlich, auch ein bisschen, ich sag mal, fruchtige, das lehnt sich eher in so eine feminine Richtung mit rein. Man würde es sicherlich historisch auch eher in der Damenabteilung, in der Parfümerie, im Douglas hinstellen, aber wie gesagt, wir kennen das alle, das bricht mittlerweile zum Glück endlich vollkommen auf. Jeder kann alles tragen und Erber Pura, auch wenn es sicherlich mal damals als Damenduft konzipiert war, ist ein Duft, den jeder eigentlich überall tragen kann. Zusammengefasst möchte ich dir jetzt meine Meinung mitgeben, welchen Duft von beiden ich präferiere, welchen ich dir empfehlen kann und dementsprechend natürlich auch, für welchen du dich entscheiden solltest. Das Ganze ist so ein bisschen aufgeteilt in meine Meinung, wie ich ihn finde und wie ich glaube, wie du ihn finden wirst oder welchen du am besten finden wirst. Ganz vorne angefangen, persönlich muss ich sagen, dass mir der Erber Gold ein bisschen besser gefällt. Das liegt jetzt nicht daran, weil er irgendwie besser projiziert und hammer und intensiver ist, sondern im Gegenteil, der wirkt bei mir ein bisschen ruhiger, ein bisschen dezenter, die Projektion ist bei mir ein bisschen weniger und dementsprechend ist er einfach ein bisschen körpernäher, ein bisschen weniger auffällig. Denn wie gesagt, Erber Pura, Erber Gold ist eine sehr intensive, sehr, sehr starke DNA. Und bei dem Erber Gold habe ich das Gefühl, wie gesagt, bei mir, dass er ruhiger ist, weniger auffällt, man weniger darauf angesprochen wird, in Anführungszeichen. Und deswegen mag ich das irgendwie, weil es einfach ein bisschen zurückgenommen ist. Und deswegen sage ich halt, ich glaube, die fachliche Meinung meinerseits muss sein, wenn du die Erber Pura DNA tragen möchtest, dann tut man das, dann tun das die allermeisten, um Komplimente zu bekommen, um angesprochen zu werden und um einfach einen, ich sag mal, Scent-Trail, einen Eindruck zu hinterlassen. Und dafür ist der Erber Pura, so muss man das einfach ganz ehrlich sagen, wahrscheinlich am besten geeignet. Die Preis-Leistung ist hier ein bisschen besser, der Duft projiziert ein bisschen intensiver, ein bisschen stärker. Und von der DNA tun die sich beide nichts. Das heißt, falls du wirklich, ich sag mal, den komplexeren, besser ausgearbeiteten und vielleicht auch ein bisschen außergewöhnlicheren Duft suchst oder einen feineren Duft suchst, Erber Gold auf jeden Fall, das ist gar kein Thema. Wenn du, ich sag mal, eher auf das Thema Effekt, Ausstrahlung, Komplimente hinaus möchtest, dann wird wahrscheinlich Erber Pura der richtige sein. Prinzipiell muss man aber sagen, wenn du einen von beiden hast, musst du den nächsten, den anderen nicht kaufen. Du wirst da auf jeden Fall einen von beiden dann präferieren und den anderen überhaupt nicht mehr tragen. Das heißt, mach gerne das alte Flakon leer und guck dir dann gerne nochmal beide an, aber ansonsten beide haben, sehe ich eher als nicht sinnvoll an. Wirklich schöne, intensive, fruchtige Düfte und bei mir immer, wenn ich die Frage bekomme, Jan, was ist der beste fruchtige Duft, dann fällt mir auf jeden Fall immer Erber Pura ein, den ich nach wie vor wirklich an jeden empfehlen kann. Schreib mir jetzt aber mal gerne in die Kommentare, was so dein persönlicher Favorit von beiden ist, welchen du zu Hause hast, welchen du dir vorhast zu kaufen, natürlich dementsprechend auch, ob du meiner Meinung zustimmst. Danke dir soweit fürs Zuschauen, like gerne das Video, falls es dir gefallen hat und wir sehen uns beim nächsten Mal.